Auftakt zu Verhandlungen über einen zweiten Staatsvertrag, den deutschen Einigungsvertrag. Sie begannen heute Morgen in Ost-Berlin. Das Gespräch, an dem von Bonner Seite Innenminister Schäuble teilnahm und auch Ministerpräsident de Maizière, der zur Begrüßung kam, hat inzwischen erste Ergebnisse gebracht. So sollen die Verhandlungen bis Ende August abgeschlossen sein und die umstrittene Frage des Beitrittstermins der DDR nach Artikel 23 Grundgesetz ist von den Ost-Berliner Regierungsparteien, so heißt es, zu entscheiden. Guten Abend, liebe Zuschauer. Auch daran müssen wir uns wahrscheinlich noch gewöhnen und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Ein altrenommiertes Unternehmen in West-Berlin wird von einem DDR-Unternehmen gekauft. Mit Haut und Haaren geschluckt sozusagen. Es geht um die Firma Bolle, wo heute alles klargemacht wurde. Wolfgang Kürke über diese Premiere besonderer Art. Einst amüsierte man sich wie Bolle auf dem Milchwagen. Und ältere Berliner kennen sie noch, die Schmähzeile über Bolle, die doch nur ausdrückte, wie populär das Unternehmen war. Bolle bewimmt die Milch ist denn nicht? Das ist ein altes Sprichwort, das kennt man schon seit Jahren, nicht? 120 Filialen gibt es in West-Berlin mit 2000 Beschäftigten. Seit heute gehört die Ladenkette der Ost-Berliner Konsumgenossenschaft. Wie lange arbeiten Sie bei Bolle? Ich bin jetzt, in diesem Jahr wären es 11 Jahre. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz? Na, im Moment noch nicht. Aber was nur auf uns zukommt, das wissen wir noch nicht. Mittags die Vertragsunterzeichnung in Ost-Berlin zwischen der Konsumgenossenschaft und dem bisherigen Bolle-Eigentümer Coop. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Branchenkenner schätzen ihn auf mindestens 240 Millionen D-Mark. Der verschuldete Handelsriese Coop hatte die Bolle-Geschäfte 1987 erworben. Nach Aussage von Coop sind sie jetzt mit Gewinn wieder veräußert worden. Das Geld wird zur Entschuldung und zum Verlustausgleich verwendet. Ost-Berlin. Mit dem Konsum hat sich zum ersten Mal ein DDR-Unternehmen groß im Westen eingekauft. Eine von 64 Kaufhallen dieses Konsums im Ostteil der Stadt. Das Genossenschaftsunternehmen ist ein kleines Imperium. Es besitzt außerdem unter anderem 11 Kaufhäuser, 86 Fleischereien, 700 kleinere Lebensmittel- bzw. Haushaltswarenläden, 80 Gaststätten, ein Hotel. Die Zahl der Mitarbeiter 13.000. Die Vermögenslage gilt als gut. Die Einzelhandelskette verfügt reichlich über eigenen Grund und Boden. Eine Enteignung hat nie stattgefunden. Konsumchef Werner Wolf ist nun auch Chef bei Bolle. Seine Bilanz der ersten Woche Marktwirtschaft. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden damit, weil wir das, was wir uns erhofft haben, nicht erreicht hatten. Das heißt, wir haben nicht genügend Ware heranschaffen können oder nicht genügend Ware erhalten, um stets volle Geschäfte oder volle Regale zu haben. Wir arbeiten jetzt sehr intensiv daran, das nun nachzuholen, auch übers Wochenende, um ein volles Sortiment zu bieten. Dabei muss ich sagen, dass der Abkauf durch unsere Menschen wesentlich größer war, als man ursprünglich erwartet hatte. Dass natürlich die Warenfülle, die Breite, die Farbigkeit des Sortimentes eine Rolle mitspielte, dass die Umsätze gestiegen sind. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben in einigen Geschäften solche Umsätze, wie wir sie sonst zu Weihnachten hatten. Also das charakterisiert das Bild. Alle Beschäftigten bei Bolle werden mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen übernommen, hieß es heute. Das Management bleibt bestehen. Personelle Veränderungen in der Führungsspitze sind nicht vorgesehen. Der Kaufdeal im Kundenurteil. Ich war bisher mit Bolle zufrieden und werde es weiterhin sein. Ich gehe hier gerne einkaufen, also ich habe nichts dagegen. Wie es wird, das kann man nur abwarten. Der Berliner Luftverkehr boomt. Allein in Tegel rechnet man für dieses Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten. Verständlich, dass sich auch andere als die bisherigen Airlines von diesem Luftkuchen ein Stückchen abschneiden möchten. So auch, und das erscheint wohl besonders verständlich, die Lufthansa. Christian Walter mit Zahlen und Fakten aus dem Berliner Luftfahrtgeschäft. Die Flaggen der Westalliierten wehen über Tegel. Noch sind sie die Herren der Luftkorridore. Doch die 4+2-Verhandlungen werden auch das Ende der alliierten Lufthoheit bringen. Und dann werden nicht nur britische, französische und amerikanische Gesellschaften in Tegel landen können. Interessenten gibt es schon, durch Spaniens Iberia und Skandinaviens SAS. Aber auch aus den USA besteht zusätzliche Nachfrage, so von Delta, Continental und American Airlines. Doch wer im Winterflugplan zum Fluge kommt, ist noch völlig unklar. In Senatskreisen wird Verärgerung laut, dass die Alliierten die Flugplanung wie in alten Zeiten ganz alleine machen. Im Senat sähe man mehr Informationen und Kooperationen lieber. Zumal Befürchtungen geäußert werden, die Alliierten könnten die wichtigsten Start- und Landezeiten im Inlandverkehr für die eigenen Gesellschaften blockieren.
Denn während in Tegel selbst noch Platz für zusätzliche Landungen besteht, sind die Möglichkeiten in München und Frankfurt praktisch erschöpft. Und wer die begehrten Verbindungen dorthin jetzt unterhält, wird sie nicht gerne abgeben. Auch nicht an die Lufthansa, die heute in der Friedrichstraße ihr zweites Berlin-Büro eröffnete. Dennoch zeigt sich Lufthansa-Chef Runau zuversichtlich, dass seine Gesellschaft bald Berlin anfliegen könne, und zwar sowohl Schönefeld als auch Tegel. Pläne für Direktverbindungen nach New York und Tokio bestehen schon, doch noch hängt alles von den Alliierten ab. Die Lufthansa, im früheren Intershop im Hotel Metropol untergebracht, wird auch Interflug-Tickets verkaufen. Interflug soll nach der Vereinigung wie die Lufthansa zu 51% dem Bund gehören und als kleine, moderne Gesellschaft fortbestehen, allerdings als reines Zivilflugunternehmen. Die übrigen Unternehmensbereiche, etwa der Betrieb von Flughäfen, werden ausgegliedert. Nachrichten nun in der Abendschau mit Helga Bayerz. Die Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe sowie der öffentliche Nahverkehr beider Stadthilfen kommen unter einen Hut, in der Rechtsform Eigenbetriebe. Darüber waren sich Senator Wagner und Stadtrat Blankenhagel heute bei einem Gespräch einig, an dem auch die Vorsitzenden der Gesamtpersonalräte und der Geschäftsleitung der Berliner Eigenbetriebe teilnahmen. Der Chef der Deutschen Bundesbahn, Gulke, wechselt möglicherweise auf einen der wichtigsten Managerposten in der DDR. Gulke ist nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa als Präsident der DDR-Treuhandstelle im Gespräch. Die Treuhandstelle hat ihren Sitz in Ost-Berlin. Ihre Aufgabe: Sanierung, Auflösung oder Privatisierung der rund 8000 volkseigenen Betriebe und Kombinate. Erneut Warnstreiks in Berlin und der Macht Brandenburg. Wie hier in Oberschöneweide gingen heute früh insgesamt mehr als 100.000 Metallarbeiter auf die Straße. Allein in Ostberlin gab es 9 Kundgebungen und 100 Betriebe im Ostteil der Stadt wurden zwischen 9 und 10 Uhr bestreikt. Die Hauptforderungen der IG Metall Ost: Weiterbildung und Umschulung, die 40-Stunden-Woche und 400 Mark mehr Lohn. Am kommenden Montag gehen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde. Mit weiteren Warnstreiks und Kundgebungen ist zu rechnen. Die DDR-Partei Deutsche Soziale Union will bei den vorgesehenen Gesamtberliner Wahlen auch in West-Berlin antreten. Der Ost-Berliner Landesvorsitzende Schmiele sagte heute, seine Partei werde eine gute Ergänzung des konservativen Spektrums sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz. Der Verdacht: Vorbereitung auf ein Sprengstoffvergehen und Strafvereitelung im Amt. Das haben Justiz und Innenverwaltung heute auf Anfrage der Abendschau bestätigt. Wie verlautet, sollen bei den Verfassungsschützern jahrelang scharfe Munition, Sprengsätze, sogenannte Rohrbomben und Revolver aufbewahrt worden sein. Ein Verstoß gegen alliierte Bestimmungen. Das Material wurde erst Mitte Mai per Kurier zum polizeilichen Staatsschutz gebracht. Der RIAS sollte nach Auffassung der amerikanischen Regierung nicht aufgelöst werden. Wie RIAS-Chairman Van Iswander heute erklärte, sei die Frage der Organisation in einem vereinten Deutschland zwar eine interne Angelegenheit der Deutschen. Die US-Regierung vertrete aber klar den Standpunkt, RIAS-Hörfunk und RIAS-TV als einen Sender zu erhalten, und zwar unter Trägerschaft des ZDF. Die Bundesgartenschau 1985 in Berlin hat uns immerhin den wunderschönen Britzer Garten beschert und natürlich Appetit auf eine weitere Buga gemacht. Nun, es ist längst beschlossen, 1995 wird es in der Stadt wieder eine Buga geben, diesmal allerdings nicht als einzigen großen Park, sondern an verschiedenen Stellen der Stadt und unter dem Motto Stadtgrün. Aber wo soll es grünen und blühen? Man streitet sich. Nicht nur zwischen Rot und Grün im Senat, sondern nun will natürlich auch der Magistrat ein Stückchen Buga abhaben. Karin Luck zum Stand der Planung. In den Moabiter-Katakomben unterhalb der alten Straßenbrücken von Alt-Moabit sind seit heute alle bisherigen Planungen für die Bundesgartenschau 95 ausgestellt. Diese alten Gewölbe sind das erste Domizil der Gartenschau-Gesellschaft. Seit gut 2 Jahren arbeiten die Planer auf Hochtouren. Nach ersten Streitigkeiten im Senat, welche Gelände in der Stadt zur neuen Bundesgartenschau gehören sollen und welche nicht, gab es endlich Ende Oktober letzten Jahres einen Senatsbeschluss. Das Hauptausstellungsgelände heißt Moabiter Lader, liegt zwischen S-Bahn und Spree nördlich der Kongresshalle. Auch der Spreebogen neben dem Reichstagsgebäude gehört zur Buga 95. Aber nach den politischen Veränderungen vom 9. November mussten die Planer nun überlegen, was auch im Ostteil der Stadt geschehen kann. Ergebnis: Der Grenzstreifen hier an der Spree sowie das frühere Niemandsland zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz sollen Grünflächen der Buga werden. Rund 20 Hektar im Grenzbereich in der Stadtmitte kommen hinzu und schließen an die schon vorher geplanten Streifen südlich des Potsdamer Platzes an.
Gegen diese Buga-Pläne protestiert nun der Ostberliner Planungsstadtrat. Er will die Buga nach Hellersdorf haben, wo sie 300.000 Ostberlinern Grün bringen soll. Ich sehe, dass in keinem anderen Gelände der erreichbare Effekt mit vergleichbarem Mitteleinsatz für so viele Leute auch nur annähernd so groß sein könnte wie hier. Und was ganz wesentlich ist, man könnte hier zu großen Teilen sofort anfangen und hätte also die Möglichkeit, in weiten Bereichen auch bis 1995 tatsächlich fertig zu werden, was ich für die Innenstadt, für den jetzt vorgesehenen Bereich nicht sehe. Gehen Sie nach Hellersdorf? Nein. Hellersdorf hat ein Defizit an sozialer Infrastruktur und hat auch ein Defizit an gestalteter Grünfläche. Aber insgesamt ist doch Folgendes sehr wichtig, dass die Grünflächenversorgung im Ostteil der Stadt pro Kopf der Bevölkerung sehr viel größer ist. Also die Schöneberger haben pro Kopf der Bevölkerung nur ungefähr ein Fünftel von dem, was die Marzahner haben und ein Drittel von dem an Grünfläche zur Verfügung, was die Leute, denen Hellersdorf leben, zur Verfügung haben. Und die Bundesgartenschau liegt in der Mitte der Stadt. Und hier soll sie auf alle Fälle auch bleiben, sagt Frau Schreier. Die für die Buga zuständige Umweltsenatorin denkt überhaupt nicht daran, bestehende Planungen zu ändern und zwischen Marzahn und Hellersdorf einen Park zu bauen. Da ist wieder politischer Streit angesagt im Senat. Also mein Kollege Bausenator war von Anfang an gegen die Planungen der Buga und zwar und wird es jetzt intensiver und versucht doch die Unterstützung im Ostteil der Stadt zu bekommen. Und zwar geht es hier um einen prinzipiellen Streit, nämlich mein Kollege Nagel ist der Meinung, dass in die Stadtmitte kein Grün hineingehört. Während ich meine, gerade eine Metropolenplanung, eine moderne Metropole sollte integriert planen. Das heißt also, die Bebauung direkt mit der Grünplanung gemeinsam machen. Frau Schreier bleibt also hart und das Koalitionshickhack geht weiter. Da hat die Senatskanzlei einfach schon mal angefragt, was es denn kostet, die Buga 95 ganz zu streichen. Berliner Christdemokraten haben sich zu dieser Stunde im ICC zu ihrer Landesvertreterversammlung eingefunden. Ein wichtiger Termin. Schließlich geht es um die Namen der Kandidaten für die Bundestagswahl, wie sie auf der Berliner Landesliste stehen sollen. Zwei Kandidaten scheinen besonders umstritten, Heinrich Lummer und Jürgen Wohlrabe. Beide sind bereits in zwei Wahlkreisen durchgefallen. Haben Sie nun wenigstens einen günstigen Platz auf der Landesliste bekommen? Diese Frage geht an Hans-Joachim Lorenz, der live aus dem ICC berichtet. Der eine ja, der andere nicht, Hans-Werner Kock. Ich will an der Spitze anfangen und da hat die CDU Zeichen gesetzt, wie Eberhard Diepken sagte. Platz 1 für Gabriele Wichatzek, an der Spitze also eine Frau. Sie erhielt 218 von 287 Stimmen. Platz 2 für Peter Kittelmann, der sich gegen den Berlin-Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin, Günter Strassmeier, durchsetzte. Platz 3 dann für Heinrich Lummer, der das beste Ergebnis aller Kandidaten erzielte. Er bekam 223 von 289 möglichen Stimmen. Platz 4 dann, das beantwortet jetzt die zweite Hälfte Ihrer Frage, Hans-Werner Kock, für Christian Neuling, der sich gegen Parlamentspräsident Jürgen Wohlrabe durchsetzte. Der Rest ist schnell erzählt. Zumindest auf den ersten Plätzen. Platz 5, der geschäftsführende Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus, Dankwart Buwitt. Und Platz 6 für den Bundestagsabgeordneten Jochen Feilke. In seiner programmatischen Rede warnte Eberhard Diepken vor einer Zersplitterung der bürgerlichen Kräfte bei der nächsten Wahl im Hinblick darauf, dass die DSU bereits gesagt hat, dass sie in Gesamtberlin kandidieren wolle. Harsche Kritik in diesem Zusammenhang an der Schwesterpartei CSU, die diese Tendenzen ja unterstützt. Schelte auch dann im Zusammenhang mit der Hauptstadtdiskussion für Bundesminister Blüm als auch für die Ministerpräsidenten Streibel und Wallmann, die sich ja gegen Berlin ausgesprochen hatten und schließlich natürlich auch Kritik am Berliner Senat, dem er Verfassungsbruch vorwarf im Zusammenhang mit dem Auflösungsgesetz zur Akademie der Wissenschaften und dem geplanten Gesetz zum kommunalen Ausländerwahlrecht. Aber ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, eine kurze Frage an Frau Wichatzek zu setzen. Frau Wichatzek, Sie sind neben der Bundestagspräsidentin Süßmuth die einzige Frau der CDU-Landesverbände, die an der Spitze der Liste steht. Welche Akzente wollen Sie denn im Wahlkampf setzen? Da ich mit Platz 1, wie der Landesvorsitzende es gesagt hat, schon ein Signal gesetzt habe oder beziehungsweise die CDU ein Signal gesetzt hat in Sachen Frauenpolitik, meine ich, dass hier ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegen wird. Der zweite Schwerpunkt wird ganz sicherlich im Sozialbereich liegen. Hier bin ich ja im vorpolitischen Raum tätig als Vizepräsidentin
Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes. Ich kenne also soziale Probleme des Bürgers. Und wenn ich das vereinfacht sagen darf, ich will versuchen, Politik einfach menschlicher zu gestalten. Hatten Sie denn mit diesem Ergebnis gerechnet? Man hat gemutmaßt, dass Sie relativ gut in der Liste dastehen werden. Platz 1, eine Überraschung für Sie? Ja, seit gestern, seit der Landesvorstandssitzung ist mir dies bekannt, dass ich auf Platz 1 der Liste sein soll. Das war überraschend für mich. Ich freue mich natürlich sehr, weil ich mich auch in meiner Arbeit bestätigt fühle und auch den Frauen in dieser Stadt Mut machen will, sich doch politisch zu engagieren. Und ich freue mich auch sehr über das Ergebnis. Haben Sie damit gerechnet, einen Gegenkandidaten zu bekommen? Es ist ja manchmal so, dass doch der eine oder andere hier versucht hat, nochmal anzurucken und den Hut in den Ring zu werfen, wie man so schön sagt. Also als ich zum Landesdelegiertentag hergekommen bin, habe ich schon gedacht, dass ich womöglich einen Gegenkandidaten haben werde. Es hat mich überrascht und auch gefreut, dass es bei Platz 1 nicht war, sondern dass man hier der Frau doch den Vorzug gegeben hat. Ich freue mich für die Unterstützung der Partei und hoffe, dass ich diesem Vertrauen gerecht werden kann. Ich will, wie Eberhard Diebken sagte, nicht auf Platz setzen, sondern auf Sieg und den Wahlkreis für meine Partei auch direkt holen. Schönen Dank für dieses Gespräch. Zurück zu Hans-Werner Kock ins Studio. Schönen Dank, Hajo Lorenz. Wer dieser Tage in einen der gastronomischen Nobelläden rund um den Gendarmenmarkt wollte, und das geht ja jetzt, der stand vor verschlossener Tür. 7 Lokale werden dort bestreikt, aber man höre und staune, es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht um die Besitzverhältnisse. Ein Kapitel aus dem wundersamen Buch der jüngsten Geschichte Berlins. Unser Chronist Czarno Jovatai. Und das ist die Geschichte des Streiks. Gefordert wird der sofortige Rücktritt des Geschäftsführers und ehemaligen Direktors des HO-Gaststättenkomplexes rund um den Gendarmenmarkt Lothar Abraham. Unter Kontrolle einer Treuhandverwaltung sollte Abrahams Teilbetrieb in eine GmbH umgewandelt werden. Der einstige SED-Boss pachtete gleich selbst zu den Streikenden, und zwar bis zum Jahr 2000. Und dann gab es Entlassungen. 34 Personen, darunter auch Gewerkschaftsratsmitglieder, alleinstehende Mütter, Schwerbeschädigte, Ehepaare. Ohne Vorankündigung, obwohl es erst hieß, es wird niemand entlassen. Auch klagen sie, nicht gefragt worden zu sein zu den neuen Plänen. Und so tat man sich zusammen gegen den ihrer Meinung nach illegalen Vertrag und damit illegalen Chef. Wir hatten uns dann zusammengefunden und haben dann entschlossen, uns, dass wir eine Belegschaftsversammlung machen, auf der die Vertrauensfrage gestellt wird. Und die Vertrauensfrage ist mit überwältigender Mehrheit gegen ihn ausgegangen. Vielleicht kannst du mal sagen... 43 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Ja. Davon ließ sich der Chef nicht beeindrucken, also Streik. Mit dabei zur Beratung ein Gewerkschafter aus dem Westen. Wie könnte eine Lösung aussehen? Die Lösung könnte insofern aussehen, dass die zuständige Treuhand, die ja das Treuhänderrecht, das Volksvermögen hier zu verwalten hat, erklärt, nach ihrer Prüfung, der Pachtvertrag ist legal zustande gekommen, dann muss sie ihn begründen. Oder sie erklärt, der ist wegen der fehlenden Zustimmung der Interessenvertretungen hier illegal zustande gekommen, dann wird er annulliert. Und bis dahin wird erstmal weiter gestreikt. Die Summe, um die es hier geht, ist gewaltig. Nach Auskunft eines Geschäftsführers beträgt der Tagesumsatz aller 7 Restaurants ca. 60.000 Mark. Natürlich haben wir uns um eine Erklärung der Geschäftsleitung bemüht, aber wir waren erfolglos. Man hat uns leider rausgeschmissen. Und nachdem unsere Kameras eingepackt waren, da wollte dann plötzlich der Herr Abraham doch noch etwas sagen. Aber nun wollten wir nicht mehr. Schließlich hatte man unseren Reporter recht unsanft aus dem Büro geschubst. Und sowas tut man nun noch wirklich nicht. Und hier weitere Meldungen. Westberliner Einzelhändlern steht offenbar ein heißer, langer Sonnabend bevor. Erwartet werden Zehntausende von Käufern aus Ostberlin und dem Umland. Schon heute gab es wieder lange Schlangen vor manchen Läden. Auskunft von der Leitung einer Supermarktkette: Unsere Märkte sind leer. Die BVG befürchtet auf der U-Bahn ein Chaos. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, hieß es von einem Sprecher. Die Züge fahren schon im 2,5-Minuten-Takt. Mehr geht nicht. Alle Wagen und Busse sind im Einsatz. Die rund 7000 Ostberliner Volkspolizisten wollen streiken. Der Grund: Statt ihres Gehalts haben sie nur einen Abschlag von 250 D-Mark erhalten. Das teilte heute der stellvertretende Vorsitzende des Westberliner Arbeitskreises Polizei der CDU, Haberkorn, dem SFB mit. Der Zeitpunkt des Streiks steht noch nicht fest. Und hier ein Hinweis auf 2 Sendungen heute im dritten Fernsehprogramm. Um 20.15 Uhr die SFB-Sendung Profile. Vorgestellt wird John Bitter, nach 1945 Kulturoffizier der Amerikaner in Berlin. Eins seiner Verdienste: der Wiederaufbau der Berliner Philharmoniker. Um 22 Uhr ebenfalls im dritten Fernsehprogramm die SFB-Talkshow Berlin Mitte. Thema diesmal: die DDR nach Einführung der D-Mark.
Unter anderem dabei Gregor Gysi, PDS, Elmar Piroth, Wirtschaftsstadtrat in Ost-Berlin und Karl Schiller, Ex-Bundeswirtschaftsminister. Moderation Horst Schettle vom Sender Freies Berlin und Rüdiger Hoffmann von Radio Bremen. Nachwuchs bei den Weißschwanzgnus im Zoologischen Garten. Voller Stolz verfolgt die Herde die ersten starksigen Gehversuche des erst 4 Tage alten Weibchens. Die aus Südafrika stammende Antilopenart war vor wenigen Jahrzehnten noch vom Aussterben bedroht. Jetzt gibt es im Zoo regelmäßig Nachwuchs. Wegen seiner gebogenen Hörner und seiner ungestümen Bewegungen wird das Weißschwanzgnu auch Buschteufelchen genannt. Gute Nachricht für Blau-Weiß 90. Der Verein darf nächste Saison weiter in der 2. Bundesliga spielen. Das hat heute der Vorstand des Deutschen Fußballbundes entschieden. Die Zulassung gibt es allerdings nur, wenn bis zum 11. Juli erhebliche Bedingungen erfüllt sind und bestimmte Auflagen im nächsten Spieljahr eingehalten werden. Jetzt gibt's Sport in der Abendschau. Letztes Jahr wurde es im Senat so beschlossen, in Zukunft soll es keine Motorsportbootrennen in Berlin mehr geben. Die Betroffenen gingen auf die Barrikade, sie fühlten sich ungerecht behandelt und als Opfer der Umweltpolitik. ADAC und Motorrennbootclub gingen vor das Gericht und heute wurde das Urteil erwartet. Heute wurde nicht geurteilt, nein, vielmehr wurde verglichen. Der Vergleich, der zum Vergleich führte. Eine der klagenden Parteien, der Motorrennbootclub Berlin, brachte ihr handfestes Argument gleich mit. Mit der neuen Auspuffversion sollten die Lärmeinwände des Senats gegen die lauten Wassersportler eingedämmt werden. Wir haben einen neuen Schalldämpfer konstruiert, bei dem 480 Grad Richtungswechsel für die Gase konstruktiv eingebaut sind. Und dadurch ist er nur noch 20% so laut wie die bisher verwendeten Schalldämpfer. Die 13. Kammer des Verwaltungsgerichts sah sich nicht nur diesen neuen Auspufftatsachen gegenüber, auch Lärmmessungen des letzten Jahres. Die eine stammt von der Umweltverwaltung, die andere vom ADAC. Und die waren widersprüchlich. Der Grund: unterschiedliche Messverfahren. Unbestritten nur, dass Spitzenwerte um die 90 Dezibel erreicht wurden, laut Umweltverwaltung unzumutbare Belastungen laut ADAC und ADAC vertretbar. Als sich die Fronten verhärteten, lenkte das Gericht ein mit Erfolg, dank dem neuen Auspuff. Der soll nun von der Umweltverwaltung auf seine leisen Töne hingetestet werden, unter Mitwirkung des Herstellers, so der Inhalt des Vergleichs. Der ADAC zeigt es als Kläger ebenfalls kompromissbereit. Wir haben uns jetzt dahingehend verglichen, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf das ADAC-Rennen zugunsten einer Überprüfung dieser Motoren und der Schalldämpfung. Und es wird dafür dann im Herbst das Rennen des MRC durchgeführt, wo wir dann sehen können, ob diese Schalldämpfer wirklich das bringen, was sie zugesagt haben. Das ist in dem Sinne kein Vergleich. Wir haben heute neue Tatsachen bekommen und die werden wir überprüfen. Trotz der Vorbehalte, wenn der neue Auspuff hält, was er verspricht, geht es im September auf der Oberhavel wieder rund. Dann wird nochmal gemessen und das Ergebnis mit dem letzten Jahr verglichen. Die Wasserballer von Spandau 04 sind die erfolgreichste Mannschaft Europas. Niemand zweifelt wohl daran, dass sie nun zum 12. Mal schon in Folge den deutschen Meistertitel holen. Beim ersten Finale heute Abend im Freibad Spandau Süd galt der Hohenlimburger SV jedenfalls als krasser Außenseiter. Stanley Schmidt sagt Ihnen, wie es ausging. Der erkrankte Trainer Uwe Gassmann ließ es sich nicht nehmen, zumindest als Zuschauer dabei zu sein. Er sah eine Spandauer Mannschaft in den weißen Kappen, die konzentriert begann. Raul de la Peña vollendet zum 1:0. Entspannung war Trumpf, weniger Spannung, dafür war der viermalige Europacup-Sieger zu überlegen. De la Peña bereitete auch den zweiten Treffer vor. Armando Fernandez schloss diese Aktion erfolgreich ab. Die Berliner nutzten besonders die Situation aus mit einem Mann mehr im Becken. Klassisches Überzahlspiel. Theismann, der Mann mit dem härtesten Wurf, erzielt das 3:1 und so hieß es auch nach dem ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt änderte sich wenig. Hohenlimburg spielte munter mit, doch dem Spandauer Kombinationswirbel war man nicht gewachsen, René Reimann erfolgreich. Interimstrainer Peter Röhle hütete diesmal wieder das Tor. Und die Westdeutschen hatten anfangs Probleme, den Rekordnationalspieler zu überwinden.
Noch eine Kostprobe des Spandauer Überzahlspiels, das den Klassenunterschied zu den Westdeutschen demonstrierte. Bukowski wirft das 5:1, derweil schaute sich der Torjäger das Ganze im Nebenbecken an. Ja, ich meine, wir wollen zwar zum 12. Mal Meister werden und wir sind auch eigentlich nah dran, es zu machen, aber man muss einfach sehen, dass es momentan egal ist, ob ich im Wasser bin oder nicht. Das Spiel wird auch so gewonnen und von daher kann ich mich momentan leider nur mehr den Geschäften widmen und trainieren nicht voll. Und von daher ist es auch gerechtfertigt, dass die anderen spielen, die trainieren. Im Schlussviertel griff der Center aber wieder ein und zwar nachhaltig. Hagen Stamm mit dem 2. Tor hintereinander, das war das 10:5. Die Westdeutschen kamen dann noch auf, verkürzen schließlich auf 8:11, doch in Gefahr geriet der Seriensieger nie. Spandau gewinnt mit 11:8, die erste Etappe ist geschafft, wenn alles normal läuft, müsste Spandau am Sonntag wieder deutscher Meister sein. Ja, da drücken wir den Spandau an den Daumen. Und für Sie sei gesagt, dass es um 19 Uhr morgen ein Abendschau extra gibt und um 19.22 Uhr wie immer die Berliner Abendschau am Sonntag und dann mit allem, was in dieser großen, wunderschönen Stadt los sein wird morgen. Und das wird eine ganze Menge sein, wie wir gehört haben. Also man sollte sich vielleicht doch überlegen, ob man sich hineinstürzen will in das Gedränge der Großstadt oder ob man vielleicht doch zu Hause bleibt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Abend. Macht's gut, Nachbarn.